Hallo und herzlich willkommen hier bei ActoWolle. Ich möchte euch heute ein paar kleine Tipps und Tricks geben für die Invasion aus Berrymond. Oder ist es Berrymond-Invasion? Ich glaube Invasion aus Berrymond. Okay. Invasion aus Berrymond, ein paar kleine Tipps und Tricks. Im Endeffekt ist es recht easy, was ihr wieder spielen könnt. Natürlich ist es normalerweise halt immer wieder, wie auch bei jedem anderen Event, dass ihr das natürlich mit Herrenkämpfern spielt. Aber zum Beispiel auch Berrymond oder auch zum Beispiel andere Events, zum Beispiel auch wieder bei den Nomaden, hatte ich auch gezeigt, könnt ihr zum Beispiel auch mit Nahtruppen spielen. So ist das hier natürlich auch. Natürlich normalerweise könnt ihr zum Beispiel sagen, ich spiele mit Fern. Und ich habe jetzt zum Beispiel auch schon mal eine Spiro gemacht, damit ich das so ein bisschen zeigen kann. Also das meiste, was du auf der Flanke bezüglich halt auch in der Mitte an Fernkampfkraft haben kannst, also an Fernverteidigung, ist nämlich 220. Das könnt ihr da oben relativ gut sehen. Deswegen könnt ihr bei einer Vorlage, wenn ihr da mit einer Vorlage zum Beispiel auch hinläuft, oder zum Beispiel sagt, okay, ich weil immer wieder was, also die zu spionieren, ist der Kacke. Und da nehmt ihr halt, wie gesagt, wieder einen guten Feldherrn, zum Beispiel halt einfach, entweder habt ihr einen Berrymond-Feldherrn oder ihr nehmt zum Beispiel halt auch einfach einen blauen Feldherrn, zum Beispiel nehmen wir mir vom Horst. Dann stelle ich hier mit meiner Vorlage schon mal auf und laufe da dann hin. Ich mache das so, dass ich halt auf der, also maximale Wert sind so ungefähr 220 in der Mitte und 220 auf den Flanken. Das bedeutet 11 Berrymond-Schilde. Dazu, das laufe ich einfach noch so ein bisschen mit hin. Ich könnte das jetzt natürlich mit Fern laufen, kann das aber auch mit nah anlaufen. Ja, ihr habt ein bisschen höhere Verluste mit nah. Habe ich schon getestet. Aber es ist eigentlich noch recht akzeptabel. Also deswegen finde ich auf jeden Fall, ihr könnt auch mit nah laufen. Wenn ihr zum Beispiel von der Außenwelt super viele Nah- und Fernangreifer einfach habt, ihr wisst nicht ganz genau, wohin damit. Denkt euch, ah, scheiße, okay, die Fremden sind nicht da und ich habe die bei den Fremden nicht losgeballert oder sowas. Berrymond ist gerade da. Dann könnt ihr die zum Beispiel auch gerne in Berrymond wegballern. Das ist gar nicht so ganz das Problem. Dann ist natürlich auch wichtig, dass ihr guckt, entweder, dass ihr sagt, okay, ich will Tapferkeitspunkte machen oder ihr haut da halt ein Büchlein rein, so ungefähr. Ihr könnt natürlich auch die ganzen anderen Wellen, könnt ihr zum Beispiel auch entweder Bücher oder zum Beispiel Tapferkeitspunkte machen. Ich mache das so, dass ich auf Tapferkeitspunkte mache, weil ich mir denke, Bücher kommen scheiße drauf, so ungefähr. Habe ich jetzt gar nicht so ganz so Bock zu. Und dann könnt ihr hier zum Beispiel auch Kette laufen. Ihr könnt jetzt den ersten Angriff mal jetzt zum Beispiel einstellen. Dann warte ich ein bisschen, weil natürlich auch das Lager immer einen gewissen Cooldown hat. Suchen wir dann schon mal den nächsten raus, zum Beispiel Klaus Dieter. Wer zum Beispiel noch Löwenzahn kennt, kennt vielleicht noch den Klaus Dieter. War diese kleine Gitarre, die er zum Beispiel immer wieder dranhängt an seinem Häuschen von dem Löwenzahn. Nämlich der Klaus Dieter. So, jetzt habe ich ein bisschen geredet, mache dann den nächsten Angriff. Am besten ist es zum Beispiel einfach, ich kann das bezüglich auch wirklich alle mit nah machen. Wenn ich halt mir das erste Lager raussuche, mir dann schön Feld heraussuche, natürlich am besten blauen, Möb oder Miep-Miep oder wie noch immer, irgendwas Blaues. Dann natürlich den ersten Angriff losballer, dann zum zweiten Lager geht, dann den zweiten Angriff so ungefähr losmache. Und das mache ich dann reihum, bis ich dann halt einmal ganz durch bin. Und dann laufe ich wieder halt von vorne. Und dann ist der Cooldown eigentlich so, dass auf jeden Fall ich da kein einziges Mal keinen Kampf habe. Und ihr könnt die ganze Zeit halt über freudig halt immer wieder auch auf die Invasion von Berrymond laufen. Wie gesagt, ihr könnt das auch mit Nahtruppen machen. Ratsam ist natürlich auch, was ihr auch von vielen Leuten einfach hört, lauft da mit Pferd. Aber wenn ihr zum Beispiel Nahtruppen einfach über habt und die nicht bei den Fremden oder sonst wo irgendwie losgeworden seid, dann könnt ihr die auch in Berrymond loswerden, bevor ihr die auf jeden Fall löscht oder so. Oder ihr könnt sie zum Beispiel auch in die Welten schicken, könnt da zum Beispiel auch Türme laufen, könnt sie aber auch in Berrymond reinlaufen. Ich habe geguckt von den Verlusten, es ist ein bisschen höher, als wie wenn du mit Pferden läufst, aber es ist auf jeden Fall okay. Und damit könnt ihr auf jeden Fall auch relativ gut auch einfach Punkte machen. Könnt ihr halt auch jetzt die ganze Zeit über hier jetzt im Kreis weiterlaufen, kann so viele Truppen halt aufstellen, wie ich gerade möchte, bis ich irgendwann halt wirklich auch durch damit bin. Und ja, wenn ich mit der ersten Seite durch bin, natürlich dazu sollte ich mir auf Bücher laufen, dann kann ich natürlich dann die zweite Seite machen. Oder ich kann auch einfach sagen, okay, ich mache nur eine Seite Berrymond, ich gehe einfach eher nur auf die Punkte zum Beispiel. Dann ist das natürlich auch Lachs. Aber so könnt ihr zum Beispiel auch hier jetzt einfach, ich kann hier jetzt weiter eine weitere Kette zum Beispiel anballern. Kann mir wieder einen Feldherrn aussuchen. Am besten natürlich einen blauen oder den Berry-Feldherr, wenn ich die auch... Ach, hier ist mein Berry-Feldherr, ja, wunderschön. Kann ich auch wieder sagen, Nahtruppen. Juppei die halt da. Und kann ja auch immer schön weiter halt hier meine Kette laufen. Das ist ungefähr so die Tipps und Tricks, die ich euch so mitgeben kann zum Thema Invasion von Berrymond, glaube ich, war das. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen, wünsche euch allen einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Sagt hier der ActoWolle. Tschüss.